Heute wird es tierisch magisch. Hedwig ist bei mir zu Gast. Also Hedwig als 75979 Lego-Modell. Sie ist noch ziemlich neu auf dem Markt, besteht aus 630 Teilen und kann sich sogar bewegen. Für alle Muggel, also nicht Magier, Hedwig ist Harry Potters Schneeeule. In der Zaubererwelt liefern Eulen die Post. Sieht man auch am Modell, denn Hedwig trägt einen Brief, der allerdings mit Aufklebern bestückt ist. Die Flügelspannweite beträgt 34 cm. Sie findet also fast überall Platz. Die Flügel sind echt schön gestaltet. Interessant fand ich die verschiedenen Winkel der angedeuteten Federn. Auch die Schwanzfedern sind in verschiedenen Winkeln angeordnet, wie bei einer richtigen Eule. Hedwigs Oberfläche besteht aus einer Mischung von Fliesen und Noppen. Zwischendurch sind immer wieder die typischen Schneeeulenmuster im Federkleid angedeutet. Hedwigs Kopf ist im 90-Grad-Winkel um die Ecke gebaut und besteht eigentlich nur aus großen Eulenkulleraugen und einem Schnabel. Die Augen sind gedruckt und sehen ganz gut aus. Den Kopf kann man übrigens drehen. Die Eule steht auf einem Podest. Ganz unten befindet sich ein Namensschild, damit auch alle Muggel wissen, wer da steht. Das ist natürlich ein Aufkleber. Gleich darüber steht eine Harry Potter Minifigur und eine kleine Hedwig mit ausgebreiteten Flügeln. Ich glaube, die ist noch recht neu. Hier wurde aber ordentlich an Noppen gespart. Die 2x6 Platte steht auf genau einer Noppe und ist dementsprechend wackelig. Interessant gebaut ist auch der Winkel zu dem Ding oder besser gesagt zu der Art Sockel, auf dem Hedwig steht. Hinten ist das Ganze an zwei Hinges befestigt und vorn wird das Ganze mit Balljoints fixiert. So viel zum Allgemeinen. Das Highlight ist ja die Kurbel. Und wo eine Kurbel ist, ist auch eine Funktion nicht weit. Da sind farblich passende Zahnräder und da sind Technikliftarme in den Flügeln mit Pins. Die wollte ich eigentlich austauschen. Gut, also eine Kurbel und Pins und wenn man an der Kurbel dreht, dreht sich dieses kleine, mir bisher noch unbekannte schwarze Zahnrad. Erst kurbelt es sich leicht, dann geht's schwerer und zwar dann, wenn die Flügel nach oben gehen. Und dann geht's wieder runter und von neuem los. Man kann allerdings nicht so einfach mit beiden Händen kurbeln. Es ist besser, das Podest beim Kurbeln festzuhalten. Dann geht's ganz gut. Hoch, runter, hoch, runter. Die Bewegung finde ich sehr gut gelungen. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, es ist ein schönes Modell, was sogar mit den Flügeln wackeln kann. Zauberer-Fans haben bestimmt ihre Freude daran. Hedwig ist stabil gebaut und bis auf ein paar Ausnahmen im Inneren in Schwarz-Weiß gehalten. Auch der Sockel kann sich sehen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr bestimmt, was zu tun ist. Also dann, genießt die Woche und entdeckt was Schönes.